Aber was macht er? Das Fleisch für ein Vollbad in kochendem Asphalt vorbereiten. Die Verpackung ist extrem wichtig. Es darf kein Tropfen Asphalt an den Schinken kommen. Unser System ist absolut sicher. Und es geht so. Erstmal kommt jeder Schinken in 4 Lagen Wachspapier und wird reißfest verschnürt. Das ist aber noch nicht alles. Als nächstes stopft Stefan das Ganze noch in 2 Mehlsäcke hinein. Absolut dicht. Hier kommt kein Asphalt mehr rein. Nur das Aroma, das kommt noch durch. Ich liebe den Asphaltschinken. Er ist sehr aromatisch und besonders saftig. Aber wo geht der Schinken denn jetzt baden im flüssigen Asphalt? Na hier, in der Asphaltmine des Val de Travers. Und Jean-Paul Martinet ist sozusagen der Schinkenbademeister. Was Sie hier sehen, ist natürlicher Asphalt. Das helle ist Kalkstein, die dunklen Flecken, das ist der Asphalt, den wir für unseren Schinken verwenden. Natürlicher Asphalt, entstanden aus Erdöl und Mineralien. Fast 3 Jahrhunderte lang förderten Schweizer Bergleute das schwarze Gestein zutage. Heute ist das 100 Kilometer lange Stollenlabyrinth ein Museum. Regelmäßig mit Asphalt gekocht wird hier seit 1986. Ich bringe Schinken für das Asphaltbad. Und hier soll er hin, der Schinken. In diesen Bottich, in dem der klebrige Asphalt vor sich hin brodelt, wenn er erhitzt wird. Schinkenbademeister Jean-Paul Martinet, vom Beruf Koch, schützt sich mit Handschuhen vor der heißen Masse. Dieser Schinken ist hier schon lange eine Spezialität. 1935 hatte ein Bergmann die Idee, Schinken im Asphalt zu kochen. Und seitdem hat man diesen Asphaltschinken hier immer am 4. Dezember gemacht, dem Tag der heiligen Barbara. So ist die Tradition entstanden. Früher gab es den Asphaltschinken also nur einmal im Jahr. Heute lässt Metzger Stefan Denzer regelmäßig Schinken asphaltieren, etwa 20 Tonnen jährlich. Und das geschieht in diesem Bottich. Inhalt 400 Liter Asphalt. Schinkenbademeister Jean-Paul erhitzt die zähe Brühe auf 170 Grad. Zu heiß darf der Asphalt nicht werden, sonst könnte er explodieren. Also Zeit zum Baden. 8 Schinken haben gleichzeitig Platz in der Wanne. 4 Stunden dauert das Vollbad, dann ist aus einem normalen Kochschinken durch Schmoren in Asphalt eine sehr spezielle Schweizer Delikatesse geworden. 450 solcher Schinken produziert Jean-Paul auf diese Art pro Monat. Sieht zwar nicht so aus, schmeckt aber angeblich ausgezeichnet nach dem Auspacken. Jetzt muss der Schinken 10 Minuten abtropfen, damit wir nicht zu viel Asphalt verlieren. Außerdem darf beim Auspacken nichts an das Fleisch kommen. Die Verpackung hat gehalten, was der Metzger sich davon versprochen hat. Kein Asphalt am Schinken. Jetzt muss Jean-Paul das Fleisch nur noch unfallfrei von der schwarzen Hülle befreien. Und Achtung, dabei nichts verderben. 1 Kilo Asphaltschinken kosten etwa 30 Euro. Et voilà, schön goldbraun. Und was der Koch noch viel besser findet, der ungewöhnliche Garvorgang verleiht dem Fleisch ein neues, würziges Aroma. Und der konzentrierte, ebenso aromatische Bratensaft, der dabei entsteht, bleibt in der Verpackung. Jean-Paul kann ihn später abschöpfen und zum Kochen weiterverwenden. Zwei bis drei Liter Bratensaft können wir mit dieser Methode auffangen. Wenn wir den Schinken vor dem Servieren noch einmal erwärmen, dann kann er in seinem eigenen Bratensaft ziehen. Das verleiht ihm zusätzlich Geschmack. Asphaltschinken. Die Schweizer schwören darauf, weil der salzige, rauchige Geschmack des Fleisches bei dieser Art des Garens besonders gut erhalten bleibt. Ich liebe den Schinken. Et voilà, jetzt ist er fertig.
fertig zum Verzehr für diejenigen, die womöglich noch niemals Asphaltschinken gegessen haben. Sowas soll es ja geben, selbst bei Schweizern. Also der Schinken, der ist hervorragend, schmeckt sehr gut. Und was sagt der deutsche Gaumen?